Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Tanja. Heute nur einen ganz kleinen Tipp. Die Damen von euch kennen das ja, Winterzeit gleich kalte Füßezeit. Normalerweise benutze ich hier meine Kuschelsocken, aber ich habe jetzt vorgestern festgestellt, durch diese Kuschelsocken werden meine Füße nicht so schnell warm, wie ich es gerne hätte. Hab dann meine Wärmflasche noch mit zwischen die Füße geklemmt, was auch doof ist, weil die rutscht immer wieder weg unter meiner Bettdecke. Also habe ich mir gedacht, ich benutze diese Kuschelsocken in Kombination mit diesen Handwärmern oder Taschenwärmern, wie immer ihr das auch nennen möchtet. Diese Dinger, die ein kleines Metallplättchen drin haben, was man knickt und was dann zu einer Reaktion führt und halt der Hand- bzw. Taschenwärmer bis zu 50 Grad heiß werden kann. Das ist aber kein Thema. Also ich habe es gestern mal ausprobiert, habe dann erst die Socken angezogen, habe dann tatsächlich auf dem Fuß, also tatsächlich nicht unter, das nicht, weil hin und wieder mal, wenn man damit einschläft, steht man vielleicht mitten in der Nacht mal auf und dann tritt ihr natürlich auf diesen Handwärmer, wollen wir nicht. Ich habe mir den also auf den Fuß gelegt, ziemlich weit nach vorne auf den Zehen und ja, das ging dann wunderbar. Innerhalb von ein paar Minuten war ich dann warm an den Füßen und konnte entsprechend einschlafen. Vielleicht ist es auch ein kleiner Tipp für euch. Ich wollte es mal kundtun. Vielleicht hilft es ja. Bis dann, eure Tanja.